Eines Tages hörte ich ein Geschrei. Wir sind frei, riefen die Leute. Ich hörte es und konnte es nicht glauben. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, das ist eine Lüge. Ich stieg von den Bergen hinunter, als ich aus dem Wald kam, traf ich eine Alte mit zwei Kindern auf den Arm. Ich fragte sie, sag mir, ist es wahr, dass wir keine Sklaven mehr sind? Sie antwortete, ja, wir sind frei. Da ging ich weiter und suchte mir eine Arbeit. Sie hatten die Schlösser und die Riegel von den Baracken abgenommen. Und die Wächter waren fort. Aber die Arbeit auf dem Feld war so wie immer. Nach drei Monaten hatte ich aufgerissene Hände und geschwollene Füße. Das Zuckerrohr und die Hitze bringen einen fast um. Der Tag auf dem Feld wird kein Ende nehmen. Die Aufseher sind die Alten geblieben. Wenn eine Pause macht, heißt es gleich, du wirst entlassen. Das war die Befreiung der Sklaven, von der ich so viel gehört hatte. Ich hätte mir gleich gedacht, das ist eine Lüge. Frieden und Freiheit richten nichts aus.